Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar soll es heute um Twitchbaits gehen. Um diese Kollegen, die ich hier schon an der Route montiert habe. Das ist ein Laydown-Minnow. Wir reden jetzt auch in dem Video speziell über genau den Köder. Denn das ist der, den ich so am meisten fische im Moment. Und es geht auch nicht einfach nur um den Köder bzw. Twitchbait, sondern ums Hechtangeln mit diesen Ködern. Und zwar genau jetzt um die Jahreszeit zum Saisonstart. Denn da gibt es ein paar Vorteile, die die Dinger mitbringen. Und die möchte ich euch einmal kurz aufzeigen und erklären und dann sagen, wie ihr damit angelt, wo ihr damit angelt und wie ihr damit am besten fangt. Ich habe jetzt hier fürs Video mal den 110 mit, also MID, ausgewählt. Der ist 11 cm lang, 110, ne? 110 mm. Hier haben wir mal einen richtigen Schocker. Dann haben wir hier noch ein Barschdekor und ein natürlicheres Weißfischdekor, was aber auch schön am Blitzen ist, so ein bisschen Chrom. Wenn der durchs Wasser getwitscht wird, dann blitzt der richtig schön auf. Die laufen nicht besonders tief, 1 Meter ist angegeben. Hätte ich jetzt auch ungefähr so eingeschätzt, dass man den so auf 0,5 bis 1 Meter, je nachdem wie man die Route hält, führen kann. Und der ist deswegen jetzt um die Jahreszeit besonders geil, weil das Verhalten der Hechte einfach prädestiniert ist, um mit dem Köder auf sie zu angeln. Wir haben normalerweise, jetzt im Moment ist noch April, aber so April, Mai, je nachdem wann auch bei euch die Schonzeit endet, haben wir flaches Wasser, was sich schnell erwärmt oder am schnellsten erwärmt. Und da stehen die Hechte, die gerade jetzt besonders aggressiv auch noch sind, denn die sind hungrig, weil es war gerade Laichzeit, das heißt, die haben gerade die ganze Zeit nicht gefressen, haben sich gegenseitig vielleicht sogar noch weggebissen und haben jetzt richtig Bock einfach auf Köder, die schnell geführt werden, auch wenn das Wasser noch relativ kalt ist. Also normalerweise ist ja im Sommer schnellere Führung, im Winter langsamere Führung, aber gerade jetzt, wo sie eben wirklich aggressiv sind, da knallen sie halt auf die Köder, die man auch mal ein bisschen aggressiver führt. Das heißt, ihr twitcht den wirklich richtig hart mit richtig harten Schlägen, kann teilweise gar nicht doll genug sein, auch mal dann wieder kurz stehen lassen natürlich zwischendurch, aber dann wieder richtig hart in die schlaffe Schnur schlagen und den Köder richtig schön twitchen. Und deswegen funktionieren auch so Farben wie der hier jetzt um die Jahreszeit besonders gut, weil die halt besonders aggressiv machen, ne? Der ist so gelb, blau, orange, also alles auch UV-Farben und alles Farben, die eben richtig knallig sind, richtig schockig sind. Ist überhaupt nicht natürlich, aber das ist egal, darum geht es dann zu dem Zeitpunkt nicht, sondern es geht darum, die Fische aggressiv zu machen. Und meistens muss man sagen, hat man mit den Ködern eher viel Frequenz, das heißt, ihr fangt relativ viele Fische, aber relativ kleine, denn je nach Gewässer ziehen zum Beispiel die großen Weibchen ins flache Wasser zum Laichen, hauen dann aber eigentlich meistens direkt wieder ab. Das heißt, entweder habt ihr Glück und ihr erwischt sie noch im Flachen, direkt nach dem Laichen, oder ihr habt halt Pech, ihr seht schon wieder im Tiefen, da werdet ihr mit den Twitchbaits nicht mehr hinkommen, aber um eben Spaß, Frequenzangelei zu haben, funktioniert es trotzdem super. Und mit dem hier, nicht mit dem, sondern mit einem, den ich mittlerweile abgerissen habe, aber in der Farbe habe ich letztes Jahr, oder war es die Farbe? Doch, ich glaube, es war die Farbe. Letztes Jahr auch ein Meterhecht, sogar hier im See gefangen. Das heißt, da habe ich noch einen erwischt von den größeren, die im Flachwasser standen. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet und deswegen war ich auch ein Weilchen beschäftigt mit dem Kollegen, mit der Dame, die an einer leichten Route dann halt schon ein bisschen mehr Ballett macht. Und das ist auch noch ein positiver Aspekt. Ihr habt einfach viel Spaß beim frequenten Angeln. Ihr fangt viel und ihr angelt mit leichten Routen, denn ihr braucht hierfür keine besonders schweren Routen nehmen. Es geht auch mit einer, weiß nicht, 50 Gramm Route, 40 Gramm Route, sowas in dem Dreh, theoretisch auch eine 30 Gramm Route. Und da habt ihr dann natürlich im flachen Wasser am besten noch schön klar, Sonne scheint, habt ihr richtig Spaß beim Hechtangeln zum Saisonstart. Wie ihr das Ding führt, zeige ich euch jetzt nochmal kurz und dann könnt ihr es versuchen nachzumachen. Ist eigentlich wirklich nicht schwierig, braucht man kein spezielles Gerät für. Ihr könnt Baitcast nehmen, ihr könnt Spinnenruten nehmen, je nachdem wie ihr Bock habt. Ich angle auf Hecht immer gerne mit Baitcast-Routen, weil ich so zum Beispiel, wenn ich vor Schilfkanten oder so werfe, den Köder besser abstoppen kann. Das heißt, der fliegt und landet dann genau da, wo ich ihn haben will, wenn ich mit dem Finger bremse. Das geht mit der Spinnrute natürlich nicht ganz so gut, aber wie gesagt, ist letztendlich eine Geschmackssache, kann man machen, wie man will. Führung, wie eben schon gesagt, ist bei dem Ding überhaupt nicht schwer. Der hat halt einen großen Vorteil gegenüber anderen Hardbaits, also er hat mehrere Vorteile, ist halt einfach vom Lauf und so weiter, von den Farben, scharfe Haken, sehr scharfe Haken. Da mache ich normalerweise übrigens auch noch den in der Mitte ab, kann ich euch nochmal als Tipp geben, reichen eigentlich die beiden vorne und hinten, vor allem wenn ihr Fische auch zurücksetzen wollt. Vorteil bei dem Köder ist, wenn ihr ihn stehen lasst, dass er nochmal so nachwackelt. Das heißt, wenn ihr den twitcht, also ne, diese aggressive Führung, von der ich gerade gesprochen habe, wo man wirklich richtig schön Schläge in die Rute gibt, kommt einem wie gesagt komisch vor, ne, wenn man um die Jahreszeit so schnell angelt und so aggressiv angelt, aber gerade jetzt ist das echt super. Und man kann es ja auch immer mal ein bisschen variieren, also mal ein bisschen schneller, dann mal wieder ein bisschen langsamer, mal ein bisschen länger stehen lassen, mal kürzere Standphasen. Da hat er den jetzt schon fünfmal angesprochenen großen Vorteil, dass er, wenn er stehen bleibt, nachwackelt. Das heißt, ihr twitcht den so an und dann bleibt er stehen
und dann wackelt der einmal noch so hinterher. Also in der Stillstandsphase, wo normalerweise jeder andere Köder einfach nur auf der Stelle stehen bleibt. Wichtig auch bei so einen Sachen, dass die Köder schwebend sind, also dass sie nicht hoch oder runter gehen, sondern dass sie im Wasser, in der Wassertiefe, wo ihr angelt, stehen bleiben. Da der, wie gesagt, diese kleine Nachwackelaktion noch, die eben die meisten anderen Köder nicht haben. Und dadurch kann man auch in der stehenden Phase den Fisch noch zum Biss überreden, was natürlich echt geil ist, weil das gerade oft der Moment ist, wo sie dann beißen. Also diese aggressive Führung, dabei kommt normalerweise nicht der Biss, sondern der Biss kommt dann doch immer eher, wenn ihr den stehen lasst. Ganz oft habt ihr auch, dass ihr twitcht, so ein, zweimal getwitcht, stehen gelassen, ein, zweimal getwitcht, dann lasst ihn wieder kurz stehen und dann beim Antwitchen hängt der Fisch dran, also ihr merkt gar keinen richtigen Biss, weil ihr sowieso so schnell unterwegs seid, ne, und dann immer mal ein bisschen die schlaffe Schnur habt, wenn er stehen bleibt, dass ihr den Biss überhaupt nicht richtig mitkriegt, ist aber auch völlig egal, weil ihr twitcht ja sowieso immer wieder schnell an und damit ist der Anhieb auch direkt gesetzt. Deswegen ist das nicht so schlimm. Trotzdem natürlich immer versuchen, den Kontakt zum Köder zu halten. Das heißt, die Schnur immer so ein bisschen auf Spannung zu haben. Man schlägt zwar in die lose Schnur so rein, aber nur in dem Moment ist dann eben der Kontakt weg und sonst sollte er schon halbwegs da bleiben. Ja, und das war es eigentlich auch schon zur Führung. Vielleicht noch ganz gut zu erwähnen, ich habe jetzt hier eine Kombo, die ich universell einsetze, also die nicht unbedingt die beste Twitch-Bait-Kombo ist, aber da wir verschiedene Sachen machen und ich nicht so viel mitschleppen will, haben wir heute die genommen. Da ist auch ein dickeres Vorfach dran. Wenn ihr twitcht, dann ist es eigentlich geiler, wenn ihr ein dünneres Vorfach nehmt. Das heißt, normalerweise nehme ich dann so ein 40er Fluo ungefähr und dann da vorne Titanspitze. Fluo könnt ihr theoretisch auch weglassen, ist aber nochmal ein ganz guter Puffer und außerdem guter Sichtschutz für die Fische, dass sie euer Vorfach eben nicht so leicht sehen. Dann macht ihr hier 15, 20, 25 cm Titanspitze davor. Und ja, Titan funktioniert deswegen beim Twitchen auch sehr gut, weil es halt steif ist und sich der Köder deswegen hier nicht so einfach in dem Vorfach verfangen kann. Ist aber bei einem dicken Fluo auch cool. Also alles, was hier an Haken reingeht, geht halt auch ganz schnell wieder raus und löst sich manchmal sogar schon beim Angeln. Also wenn ihr den Wurf gemacht habt, sich das verfängt und ihr dann weiter angelt, dann löst sich sogar manchmal, wenn ihr ein paar dollere Schläge macht, auch dabei schon. Aber meine Empfehlung, Titanspitze, denn das ist eigentlich so zum Twitchen die beste Variante. Sonst noch ganz wichtig, nehmt eine Polbrille mit, gerade wenn sie im flachen Wasser sind, wenn sie im klaren Wasser sind, wenn die Sonne scheint. Normalerweise Sonne kein gutes Wetter zum Hechtangeln, aber im Frühjahr, wo das Wasser dann schön warm wird, da kann es manchmal richtig gut funktionieren, wenn auch die Sonne scheint. Am besten Sonne-Wolken-Mix, so wenn ihr euch einen Tag ausruhen könnt. Ansonsten sind ja nicht alle wie wir privilegiert, dass man einfach mal guckt, wann passt das Wetter und dann gehen wir angeln, sondern man muss halt angeln gehen, wenn man angeln kann. Deswegen da auch nicht zu viel Acht drauf geben, sondern einfach, wie gesagt, ab ans Wasser und die Twitch-Baits einpacken, die Laydown-Minnows einpacken. Gibt es natürlich bei uns im Shop auf Hypefishing oder auf Carmo Tackle und ansonsten beim Fachhändler eures Vertrauens. Das war es soweit zum Laydown-Minnow und zum Hechte-Twitchen im Frühjahr. Wirklich eine meiner Lieblingsmethoden, wenn es jetzt um die Jahreszeit ans Wasser auf Hecht geht. Wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und dem Kanal ein Abo und dann sind wir raus.